control. Yo, was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Und heute werden wir mal über ein Thema reden. Das Video kam erst vor ein paar Minuten raus. Und zwar hat KS-Freak ein Video hochgeladen, wo man halt Martin sieht, wie er so neben zwei Leuten hockt. Und die sagen, ja, ihr müsst das jetzt befolgen, bla bla bla, sonst wird Martin sterben. Und am Ende zeigt er halt ein 300.000 Likes. Das bedeutet, wir sollen 300.000 Likes da lassen, damit Martin nicht stirbt. Ich gehe jetzt live im Video nochmal gucken, wie viele Likes denn das Video gerade hat. Es hat 92.000 Aufrufe und das Video hat jetzt 30.000 Likes. Das bedeutet, es müssten 900.000 Leute das Video sehen, damit halt ein Drittel, 30.000, also 300.000 Likes, weil jetzt sind gerade 90.000 Aufrufe und 30.000 Likes, das bedeutet ein Drittel davon. So, das Ding an der Sache ist einfach, manche Kinder, zum Beispiel so 10-Jährige, 8-Jährige, gucken auch KS-Freak und die denken wahrscheinlich, Martin ist nicht KS-Freak. Also klar, wir zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, wie alt ihr seid, 14, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, ich weiß ja nicht, denken mal oder haben das Video vielleicht nicht mal gesehen, wissen, dass KS-Freak auch Martin ist, wenn man nicht leicht behindert ist. Bei manchen Zuschauern von KS-Freak kann ich mir vorstellen, dass sie leicht inkompetent sind. Ich sage jetzt nicht alle, sondern leicht. Ich habe ihn auch abonniert. Nur diese 8-Jährigen denken dann wahrscheinlich, Martin muss wirklich sterben, weil meine Schwester ist gerade 7 und ich könnte von ihr ausgehen, dass sie das wirklich glaubt. Sie guckt zwar kein KS-Freak, sie kennt ihn nicht, weil sie guckt nicht mal da wie, oh, drüber ist Stück gespinnt, die guckt irgend so eine Schleichkacke mit, keine Ahnung was, so eine Kacke. Aber wenn man so nachdenkt, so 8-Jährige denken dann, oh mein Gott, der stirbt dann wirklich, ich muss jetzt ganz vielen Leuten liken. Und dann, wenn die sehen, in 48 Stunden hat das Video keine 300 Likes, dann heulen die vielleicht. Also, ich finde es irgendwie ein bisschen scheiße von KS-Freak, dass er so eine so hohe Like-Anzahl setzt. Weil 300.000 Likes. Really, Bro? Really? 300.000 Likes? Also ich finde es ein bisschen zu übertrieben, weil, what the fuck, 300.000 Likes. Das steht ganz am Ende, steht halt 300.000 Likes oder RIP, und wo ich nur ausgehe. Digga, willst du mich eigentlich ficken, Junge? 300.000 Likes, Digga. Das Video haben erst jetzt 90.000 Leute gesehen. Das Video ist jetzt schon eine Stunde online. Ich weiß zwar nicht, wie das ausgehen wird, weil ich schätze, dass er nicht 300.000 Likes hat, weil er hat erst ein Eintel. Er hat erst 30.000 Likes von 300.000. Und ich schätze mal, dass er es nicht schaffen wird. Und ich bin gespannt, was dann passiert, weil dann steht da RIP. Das bedeutet, er muss sterben. Also ich finde es etwas scheiße von KS-Freak, dass er die Like-Anzahl so hoch gesetzt hat. Und dass halt die Leute jetzt denken, also die kleinen Leute, dass jetzt Martin wirklich stirbt. Weil ich denke mal nicht, dass 300.000 Likes dies erschaffen. Aber ich bin mal auf jeden Fall gespannt, was in 2 Tagen passieren wird. Also genau an Halloween, ob er wirklich sterben wird. Weil dann wird nie wieder ein Video mit Martin kommen. Und ich denke mal, das wird KS-Freak auch nicht gefallen. Weil dann würde er viele, 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 viele Views verlieren. Weil mit Martin macht er eigentlich immer sehr, sehr viele Views. Aber ja, ich bin mal gespannt, was dann passieren wird. Und schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr so denken werdet. Aber ich finde es scheiße von KS-Freak das, weil er hat eine Verantwortung zu seiner Community. Und viele kleinere Kinder denken dann wirklich, Martin stirbt. Was sehr, sehr scheiße wäre. Aber ich bin gespannt, was in 2 Tagen passieren wird. Und schreibt mir in die Kommentare, was ihr denken werdet. Und würde sagen, haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Ich habe ein bisschen Double Time geredet, Alter, wie schnell ich hier rede. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden, weil ich muss jetzt gleich noch wohin. Und würde sagen, haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal und ciao.